Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Einzelplan 07, Justiz und Verbraucherschutz, sprechen wir mal über den Verbraucherschutz. Unser Verbraucherbild ist geprägt vom eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Verbraucher als aktiver Teilnehmer im Markt. Ja, wir alle sind Teilnehmer und Konsumenten im Markt und in der Gesellschaft. Und ob wir uns im Markt und auch in der Gesellschaft wohlfühlen, ob wir Wahlmöglichkeiten haben, ob wir dieses oder jenes Produkt als geeignet ansehen, all das hat Auswirkungen darauf, ob wir uns als Menschen ernst genommen fühlen oder ob wir uns vielleicht sogar ausgeschlossen fühlen. Verbrauchern und damit auch der Verbraucherschutz kommt damit eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft zu. Wir als CDU/CSU haben im Blick, dass kein Verbraucher auf jedem Markt zu 100% informiert sein kann oder das auch gar will. Eins muss aber gelten. Der Verbraucher muss wissen, dass er sich sicher in jedem Markt bewegen kann. Er muss wissen, dass der Gesetzgeber, die Justiz und auch die Verbraucherorganisationen die schwarzen Schafe im Markt finden und dann auch effektiv ausschließen. Es gibt Märkte, wo das schon heute gut funktioniert. Lange Erfahrungen haben wir zum Beispiel im Markt rund um die Ernährung. Auch im Finanzmarkt wurde nach der Finanzkrise wirklich viel reguliert. Manchmal denke ich sogar, wir haben zu viel reguliert. In anderen Märkten hinkt die Verbraucherfreundlichkeit noch etwas hinterher, zum Beispiel im digitalen Bereich. Bei Apps zum Beispiel sind wichtige Informationen zum Zugriff auf Mikrofon oder Smartphone, Profilerstellungen nicht immer sofort ersichtlich. Verbraucher, die im Nachgang dann herausfinden, dass ihr Mobiltelefon vielleicht ein Bewegungsprofil erstellt hat, fühlen sich hintergangen, verunsichert und das mit Recht. Wir Verbraucherpolitiker legen dann den Finger in die Wunde, oft mit Erfolg. Einige Unternehmen reagieren dann, aber das reicht uns noch nicht. Das ist noch lange nicht genug. Deswegen ein Blick in die Zukunft. Was haben wir uns vorgenommen? Was wollen wir noch erreichen in der Zukunft? Was sind unsere Ziele? Die Instrumente, die wir in der Hand haben, die uns zur Verfügung stehen, sind klar. Es ist einmal die Verbraucherforschung, es ist die Verbraucherkompetenz, die Verbraucherbildung. Es sind klare, eindeutige, transparente Informationen. Es ist ein guter Rechtsrahmen und es ist auch eine funktionierende Rechtsdurchsetzung. Und mit dem vorliegenden Haushaltsplan, unserem Einzelplan 07, stärken wir jedes dieser Instrumente. Der Bundesverband Verbraucherzentrale bekommt rund 12,5 Millionen Euro. Das ist eine ganze Million Euro mehr als noch im Jahr 2017. Und mit diesem Geld werden dann unter anderem Initiativen unterstützt wie der aufsuchende Verbraucherschutz. Aufsuchend im Bereich von Quartieren, etwa man das hier in Berlin sieht, aber auch für mich im ländlichen Bereich, aufsuchend für die Leute, die nicht einen langen Weg auf sich nehmen können oder wollen, um in die nächste Verbraucherzentrale zu fahren. So kann vor Ort schnell Hilfe angeboten werden, schnell, niederschwellig und auch wirklich unkompliziert. Aber das gute Informationen ist das eine. Aber das andere ist, wie werden diese Informationen auch richtig verarbeitet? Das muss gelernt werden. Dabei geht es um Bildung. Es ist sinnvoll, die Finanz- und die Wirtschaftskompetenz, die Ernährungsberatung, ein gesunder Lebensstil bei den Bürgerinnen und Bürgern zu stärken. Und zwar bereits im Schulalter. Und hier müssen die Bundesländer viel stärker sich engagieren, denn sie sind für die Lehrpläne zuständig. Finanzkompetenz, gesunde Ernährung und Bewegung kommen weiterhin viel zu kurz, trotz unseres Engagements auf Bundesebene. Und ich bin deswegen sehr gespannt, wie die Länder darauf reagieren und ob sie die Kraft haben, sich zu einigen, auf der Plattform, die wir eingeführt haben, dieser Bildungscloud, ihre Inhalte und auch diese Inhalte der Wirtschaftskompetenz zu platzieren. Und ein weiteres. Ich finde es immer wieder ärgerlich, wenn der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen uns Parlamentarier in seine Verfahren nicht einbezieht, aber mit Geldforderungen jedes Jahr neu auf uns zukommt. Auch da gibt es sicherlich Verbesserungsbedarf. Ich freue mich, dass wir die Datenethikkommission eingerichtet haben. Dort werden Zukunftsfragen
besprochen. Welche Rolle kommen den neuen Technologien zu? Wie entwickeln sich die Algorithmen und inwiefern muss man selbstlernende Computerprozesse vielleicht kontrollieren, damit sie niemanden bevormunden oder sogar auch entmündigen? Wir haben sehr viel unter den Parlamentariern über den Algorithmen-TÜV diskutiert. Die Ethikkommission ist sicherlich die viel bessere Variante. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir sie konstituiert haben und wünsche ihr auch wirklich viel Erfolg. Wir warten auf die Ergebnisse. Bei einigen der politischen Initiativen haben wir aber noch nicht die richtigen Instrumente gefunden. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, die Produktinformationsblätter. Wir sehen, dass der erhoffte Effekt, also die Übersichtlichkeit, die Vergleichbarkeit, bislang leider nicht so eingetreten ist, wie wir das erhofft haben. Warum ist das so? Was ist da falsch gelaufen? Und jeder von uns wird seine eigene Antwort darauf haben. Und das ist auch okay, dass wir die haben. Aber so kommen wir nicht weiter. Die Lösung, damit wir besser werden, damit wir zielgenauer werden, damit wir effektiver werden, kann doch nur heißen, wir brauchen mehr Forschung, auch in diesem Bereich. Die Fachleute können uns sagen, wie wir es besser machen können. In den letzten Jahren ist es uns auch gelungen, eine genauere Übersicht über die Verwerfungen in bestimmten Märkten zu bekommen. Dies auch dank der Marktwächter. Wir sind überzeugt, sie leisten in diesem Bereich sehr gute Arbeit und deswegen fördern wir sie auch sehr stark. Aber nur mit Projektmitteln. All das, von den Marktwächtern bis zur Forschung, von besserer Information, Bildung, von dem Rechtsrahmen und die Rechtsdurchsetzung, jetzt aktuell mit der Musterfeststellungsklage. All das sind geeignete Mittel, um das Vertrauen der Verbraucherinnen und der Verbraucher in den Markt, in unsere Gesellschaft zu stärken. Vertrauen zu schaffen zwischen Käufern und Verkäufern, zwischen Kunden und den Anbietern der Wirtschaft, zwischen Bürger und Staat, das ist unsere Aufgabe. Dafür arbeiten wir, ich in der Verbraucherpolitik und ich natürlich auch als Christdemokratin mit Ihnen zusammen. Vielen Dank. Der nächste Redner ist für die FDP-Fraktion der Kollege Dr. Jürgen Martens.